cheese dropper? I do hope so. I'm almost down to the last crumbs. Hopper ist ganz und gar nicht gut, wenn man das schmeckt. Ach du Kacke. Und damit herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Wir haben ja letztes Mal die Kanalisation etwas erkundet und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo wir am Ende rausgekommen sind. Aber das werden wir jetzt sofort herausfinden. Ja, wir machen mal Speak to Animals, beschwören unseren Imp herauf, dann gilt es noch einmal den guten Scratch zu scratchen. Und ja, was bringt das eigentlich, wenn wir eine Cat heraufbeschwören? Summon a cat familiar that can meow to distract your enemies. Na super. Wir bleiben beim Imp. Wo ist denn Scratch? Der hat sich letztes Mal hier unten rumgetrieben. Da schauen wir dann auch direkt mal vorbei. Scratchy Scratch, du willst doch ein paar Scratches haben. Ja, mir geht's wunderbar. Pet him. Ganz braver Hund. Hast uns zwar heute nichts mitgebracht, aber das macht nichts. Bist trotzdem ein braver Hund. So, und dann schauen wir doch einfach mal, wo wir hier sind. Ach ja, genau, wir hatten ja diese Maschine bedient. Ich habe vergessen. Ich wollte es wahrscheinlich einfach verdrängen. Diese Tür hier unten war ja schon die ganze Zeit offen und wir schauen dann einfach mal, wo wir hier rauskommen. Können wir hier überhaupt irgendwie... Wir können einfach da durchmarschieren, okay. Und was treiben wir hier so? Da ist jemand, der ist offensichtlich nicht freundlich, weil wir können ihn nur angreifen und da oben ist noch ein anderer Gegner. I don't know. Sweet Stone Features und Weapon Enchantment hat er als Vorteile. Ich weiß nicht so genau, was das bedeutet, aber wir gehen einfach mal alle in den Sneak-Modus und schauen mal, ob wir einen ersten Angriff starten können. Okay, die haben uns anscheinend schon gesehen und sogar schon... What the fuck geht hier ab? Was tun die da? Und wo kommen die auf einmal alle her? Na gut, ist Tyrion. Bist du im Vorteil gegenüber denen? Ja, bist du. Aber ich glaube, wir wollen eher einen... Unreached Destination. Hm. Wir kommen da nicht durch. Das ist schlecht. Können wir hier oben... Wir können hier oben einen Dolchfächer hinmachen. Dann machen wir das doch einfach mal. Kriegen die dann nämlich schon Schaden. Und dann können wir vielleicht noch eine Offhand Attack auf ihn hier machen. Und natürlich verfehlen. Kommt er am Dolchfächer unbeschadet vorbei? Er rennt einfach mitten durch. Ja, nee, das lässt du mal. Wir wollen hier keine Zauber drin haben. Fixes. Mach doch einfach mal deinen typischen Hunger of Hader. Und zwar hier so hin. Dann sehen die nämlich alle nichts mehr. Wir sind hier jetzt zwar ein bisschen eingesperrt. Ja, wobei, wir könnten Black Hole machen gegebenenfalls. Ein Repulsor, ein Black Hole. Und können dann nämlich einfach alle hier reinziehen. Auch den von da oben. Okay, der ist nicht mit runtergekommen, aber das macht nichts. Der Sog war nicht zu stark. Aber jetzt ist der auch weg. Das ist nämlich wunderbar. Ja, wir kommen hier leider gerade nicht weg. Wir sind der Imp. Kann der Imp hier hochfliegen? Cannot find path, cannot find path. Was ist denn, wenn ich schnell genug bin? Weil zwischendurch ist es ja eigentlich immer verfügbar, aber nee. Ich würde dann eigentlich sagen, der Imp fliegt erstmal hier so hin. Er kann gegebenenfalls Leute ablenken. Er bleibt einfach erstmal da. Er kann sich vielleicht noch unsichtbar machen. Oder soll er sich unsichtbar machen? Er kann heiden, dann lockt er erst recht Leute an. So, und Gale macht einfach einen Eisregen da rein. Dann rutschen die alle noch aus. Dass sie sich aber auch alle so positionieren, dass sie, ja, alle auf einem Haufen stehen. Ich weiß auch nicht.
Gale, kannst du denn vielleicht... Ja, du kannst ein bisschen aus dem Weg gehen. Dann geh du mal zurück. Dann kann Shadowheart nämlich hier vielleicht ihren Moonbeam machen. Einfach mal hier so hin. Ein zusätzliches Hindernis und... Ja. Der ist ausgerutscht, als er runtergesprungen ist. Das ist nett. So, Styrian. Ich glaube, der steht ja noch im Hangar. Ich kann es gar nicht sehen. Ich glaube nicht mehr. Ja, das macht aber nichts. Ich glaube, wir sind besser damit betagt, wenn wir versuchen, ihn da anzugreifen. Oder ihn. Vielleicht ihn, der da auf dem Boden liegt. Let's do it. Critical Miss und Critical Hit. Nice. Und jetzt stehst du genau so, dass er dir eine Attack of Opportunity abgeben kann. Aber das macht nichts. Jetzt müsste der Imp hier hoch können, oder? Das ist doch wunderbar. Dann kümmert er sich jetzt um den Bogenschützen. Hier kann er jetzt nämlich so nicht weg. Und er wird einfach mal ein bisschen gebissen. Mit einem Crit. Oh, der Imp hat ihn fast komplett totgehauen, ey. Er versucht so von direkter Distanz auf ihn zu schießen. Und haut dann erst ab. Auch interessant. Gale, mach doch einfach mal... Welchen Cloud-Kill? Ja, warum nicht? Machen wir noch mehr UI hier rein. Er hier lebt noch, aber das sollte nicht mehr lange der Fall sein. Ja, geh einfach mal wieder ein bisschen zurück. Wir ballern ihn jetzt nämlich wieder einfach zurück und den Rest ballern wir auf ihn hier. Ist er auch gestorben? Tatsache. Jetzt ist nur noch der Bogenschütze da oben da. Da brauchen wir gar nicht viel machen. Das macht gleich der Imp. Wir kommen ja hier eh gerade nicht raus. Critical Miss. Ja, das zweite leider nicht für dich. Gut, dann wollen wir jetzt unsere Zauber abbrechen. Damit wir hier auch wieder durch können. Der eben denkt sich, fuck it. So, und dann schauen wir mal, was sie so hatten. Ich glaube, das müssten ja auch hier alles Orange-Leute sein. Also anscheinend wissen die jetzt, dass wir gegen die sind. Das nicht so toll ist, aber na. Really, Goss? Second draft. All the faceless know that you earned Orange's approval. Goss, and managing the Mad Rashimi is an important assignment, but you're letting this whole Jahira impersonation go to your knobbly head. You don't even drop out of it when the Stone Lord is asleep. Moreover, simulated boss or no, you don't have to be openly disrespectful when ordering the rest of us around. Your Harper gig won't last forever, and then you'll be one of Shalar again. We'd rather be your friends. Jahira? Well... Ich dachte, sie haben Lasel nachgemacht. Ja, was haben wir denn hier noch so zum Looten? Hier oben sind noch ein paar Truhen anscheinend. Können wir einfach alles mitnehmen. Gold und Alchemiezutaten plus ein paar Edelsteine. Wie sieht es denn mit so einem Gemälde aus? Wie wertvoll ist das? Irgendwie gar nicht so viel. Das weiß ich noch bei Divinity. Da konnte man diese Sachen immer gut verkaufen, weil Gemälde einfach ultra viel wert waren. Was ja auch Sinn ergibt. Can't reach destination. Warum denn nicht? Hier ist ein Rope. Kletter da hoch. Kannst du jetzt so... Ach, komm schon... Ein bisschen Eigenmovement wäre schön. Das ist jetzt nicht so weit weg. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Hier hinten? Ja, hier ist auch eine Truhe. Da könnte natürlich was drin sein. Ja, ganz ehrlich. Ich glaube, wir gehen hier einfach weiter. Die Hauptsachen haben wir, glaube ich. Mich würde echt interessieren, wo wir hier rauskommen. Gehen wir ab die Leiter hoch. Mhm. Dann ist Tyrion, disarm das doch mal bitte, bevor da jemand reintritt. Ganz easy für dich, continue. Und dann betätigen wir mal hier den Hebel. Und lüften einen Geheimgang. Oh, oh. Ich wollte da nicht draufhauen, ich wollte es mir angucken. But whatever. Perception failed. Was gibt's denn hier zu perceiven?
That might be worth a look. Aha, und was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber es hat wahrscheinlich auch was mit dem Geheimgang zu tun. Ja, hier ist auch so ein Ding. Das heißt, wir tun das einfach mal hier drauf. Und tun die Kiste von hier oben nirgendwo hin, weil die zu schwer ist. Dann tun wir halt die Vase da drauf. Wahrscheinlich würde das hier auch den Geheimgang öffnen, aber... whatever. Leute, kommt doch mal da raus. Komm hier, ich mach den Gang für euch frei. Jetzt könnt ihr auch darüber klettern. Ja gut, wo kommen wir denn hier raus? Wo zur Hölle sind wir hier? Ich habe keine Ahnung, wir sind irgendwo. Irgendwo, wo wir vorher noch nicht waren. Aber naja, schauen wir uns mal weiter um. Auf dem Weg liegen bestimmt ein paar Quests. Oder vielleicht kriegen wir hier auch noch neue Sachen. Was ist das denn hier überhaupt für ein Gebäude hier oben? Hello? Welcome to Lady Janeth's Celebration of the Arts. Who is Lady Janeth? Lady Janeth is a dedicated patron of the arts. She doesn't care for status or wealth, human or dragonborn. If you have talent, she'll nurture it. Ja, weiß ich ja nicht. Also, ob wir das haben. Are you an artist yourself? Decidedly not. I have more to do with dust brushes than paint brushes. I am Lady Janeth's butler. Hm. Dann können wir wahrscheinlich einfach hier rein, oder? Ich meine, es ist nicht verboten. Hallo? Enjoy the party, sir. Das ist eine Party. Und wir können ohne Einladung einfach hier rein. Warum ist dann nicht hier das ganze Volk? Oh, Miss Lady Janeth. Hat die denn irgendwas Interessantes zu sagen? How wonderful. Always good to see fresh interest in the arts. Please, enjoy the day. Just don't touch anything. Okay. Could I buy something from your private collection? Ah, you're a fellow collector. I see no harm in that. I've a few pieces gathering dust. Oh, wir hatten ein paar Tränke. Sinful Red und Bone White. Oder Farbstoffe, eher gesagt, hat sie. Dark Amethyst Dye. Wir können ihr ja die Annals of Karsis verkaufen. Das wäre was. Nee, wir können ihr aber auf jeden Fall... Shadowheart müsste doch noch irgendwelche Sachen hier haben, die sie verkaufen kann, oder? Hat hier da nicht irgendwas gegeben? Sowas wie der Quarterstaff hier zum Beispiel, werden wir das mal los. Und die ganzen Ringe hier. Ich glaube, damit werden wir irgendwie nie was anfangen. Das Schwert des Imperators. Ja, ich weiß nicht, ob uns das irgendwas bringt, wenn wir das behalten. Ja, es ist immer so die Qual der Wahl hier. Ich denke mal, die Rüstungsgegenstände, die wir jetzt nicht tragen, werden wir auch nicht mehr tragen. Wir haben die ja praktisch schon aussortiert. Bei nicht prone ist vielleicht noch ganz sinnig. Immune to being in webbed, sowas vielleicht auch. Oder acid surfaces. Aber die anderen Sachen. Sowas für restore bardic inspiration, das brauchen wir glaube ich nicht mehr. Misty Step ist vielleicht noch ganz sinnig. So, dann balancen wir hier mal die Offer und Barter. Ja gut, die hat ansonsten hier nichts zu sagen, deswegen... Wir haben ja im Moment auch keine Aufgabe hier zu sein. Wir ziehen erstmal weiter. Es kann ja sein, dass wir früher oder später nochmal dahin müssen. Für uns wäre es aber wahrscheinlich ganz gut, wenn wir hier so herlaufen. Wir dürften uns ja eigentlich auch frei in der Stadt bewegen. Da müssten wir ja Gortesh's Approval für haben. Hier unten zum Beispiel haben wir eine Quest. Murder Target Nesha. Ja, wäre wahrscheinlich gut, wenn wir die besser früher als später waren. Und das scheint sie hier zu sein. Nesha Alisha. Und da ist was zum Bügeln. Priorities. Schätze gehen immer vor. Best keep your hands to yourself. You're being watched. Hallo? Ich hab's ausgebuddelt. Es ist mein Schatz. Ja gut, was ist denn mit dir? Mein Freund.
Anne dared me to come here alone for a couple of mugs of ale. So here I am. Okay. You should make yourself scarce. There's a killer loose and you're a target. Come on, mate. Who would want me dead? Please listen to me. Others have died already. You are in danger. Ja, komm, ein bisschen Guidance dazu. Ein bisschen Bonus ist niemals schlecht, vor allem wenn man eine 3 würfelt. Gut, dass wir Guidance dazu genommen haben. Continue. Oh, shit. You're serious. I can see it in your eyes. I've got to, shit. I've got a tab to settle. Shit. Kann ich jetzt die Kiste hier bedienen? Naja, sie haut auf jeden Fall ab. Das ist jetzt meins. Okay, damit hätten wir das auch geklärt. Haben wir noch, da oben ist noch ein Mörder-Target. Da unten ist noch ein Mörder-Target. Ja, die beiden. Dann gehen wir erstmal hier runter. Oder hoch. Wie auch immer. Und arbeiten uns dann so dadurch zu Casadors Villa. Ich weiß nicht, ob wir da heute noch hinkommen. Wobei, wir haben ja noch einiges an Zeit. Wir müssen irgendwie hier runter. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, in einem von den Häusern hier ist er. Kommen wir da irgendwie rein? Hier, aber die Tür ist zu. Das kann ich hier irgendwie rein? Auf erlaubte Weise? Nicht wirklich. Ich meine, wir wollen ihn ja warnen. Wir kommen hier auch nicht anders rein gerade. Ich meine, ich kann im Zweifelsfall immer reinfliegen. Ich glaube, das machen wir auch einfach mal. Ich meine, was soll schon passieren? Hello! Ich weiß, ich begehe hier gerade Hausfriedensbruch oder vielleicht auch nicht. Hello, hello! Ooh, are you the new cheese dropper? I do hope so. I'm almost down to the last crumbs. What happened to your last cheese dropper? Alexander was his name. He dropped all manner of morsels, but the cheeses were the best. Until the red man visited. Yep, er ist schon tot. Tell me about this red man who visited Alexandra. All dressed in red. He smiled and held Alexander closer, and then Alexander was shouting and struggling, and soon he was all dressed in red as well. Oh je. So many red morsels fell out of Alexander. They tasted like salt and rust. Very good. Even better than cheese. Alexander is dead. I feared so. A calamity. He dropped such good cheeses. Where did the dwarf go? To make more people red and to spill their tasty morsels. Go away now. Your delicious scent makes me crave your morsels, but it would be rude to bite you. Okay, ich meine, ist die Ratte freundlich. Hier ist eine Hedge. Haben wir hier irgendwo? Ja, hier oben ist die Leiche. Open up. Okay. Der hat auch nichts dabei. Cheese Record. Kein Wunder, der stand auf Käse. Was haben wir hier so? Keep your hands to yourself. Alter! Du weißt doch nicht mal, dass das nicht meins ist. Ich bin in diesem fucking Haus. Die lassen hier, hinterlassen hier aber auch irgendwelche Symbole. Naja. Haben wir hier unten irgendwas? Nicht wirklich, außer die Hedge. Ja, gucken wir mal, was da drin ist. This is a ritual kill. And the murderer wanted it found. Ja, aber wir haben irgendwas übersehen. Dieser Trip. Ja, toll. Wir haben einen Brief und... wir sammeln den Clown gerade zusammen. The effigy of Abba Siegel, who sought on shredded wing. What used his pride? He thought himself a dragon, but died as a worm. Below is an exaggerated signature written in blood or in the red. Step carefully.
Mhm. Aber da ist auch eine Strongbox. Und hier auf der Seite... Ich sehe keine Trap. Haben wir irgendetwas hier, was uns irgendwie weiterhilft? Wir haben hier... Gut, einige seltene Elixiere. Das ist eine fucking Trap? Das ist eine Wand. Was ist hier dran trapped? Ist doch keine Trap. Das ist eine Wand, die man öffnen kann. Wir springen uns hier einfach in die Luft, ey. Eine Wooden Chest. Ein Dagger, eine Pouch und ein Key. Rainforest Chest Key. Haben wir irgendwo eine Rainforest Chest gesehen? Die einzige, die mir einfällt, ist draußen, aber hier ist halt die Strongbox. Natürlich. Ich bin extra davor stehen geblieben, aber natürlich zählt es noch. Okay, das war für die Rainforest Chest Key. Wir haben hier noch einige Schätze. Ja, den Rest können wir, glaube ich, in die Tonne kloppen. Ich probiere hier nochmal die Truhe irgendwie zu öffnen. Und damit meine ich, ich springe sie in die Luft. Sollte ja hoffentlich keiner mitbekommen. Die ist sturdy. Aber mitkriegen tut es trotzdem keiner. Gleich haben wir es. Oder? Ne, wir haben es sogar schon. War da denn irgendwas drin? Gold, ja. 21. Dafür ist es nicht mal wirklich wert, das zu holen. Aber wir haben hier noch einen Brief. Tonight. Mate, we are worried about you. You've gotten too deep into this conspiracy nonsense. And honestly, it's making you dull. You're coming out for drinks tonight. The singing lute at sundown. You'd better be there or we're going to have to come and get you. And there's no guarantee we'll be sober. Ja, gut. Gut, damit hätte sich das Murder-Target erledigt. Dann probieren wir doch mal, Figaro noch zu warnen. Da weiß ich auch nicht ganz, wie wir da hinkommen. Ich weiß nicht, ob von hier. Ja, wahrscheinlich nicht direkt. Ich weiß nicht, was das hier für eine Ortschaft ist. Bloom Ridge Park. Okay, es ist einfach nur ein Park. Das heißt, wir können hier durch. Und wahrscheinlich auch hier rüber. Das ist wahrscheinlich nicht so ganz der legitime Weg, wie das aussieht. Aber sollte uns trotzdem zu unserem Ziel führen. Springt bitte einfach da drüber. Och Leute. So einfach kann es gehen. Man braucht nur darüber klettern und hier dürfen wir immerhin sogar rein. Hello. Hier soll jemand umgebracht werden. Du bist das, Figaro, Facemaker, Pennygood. You appear to be lost, dear. I specialize in fashion, not potato sacks. Das ist auch gar nicht mein Problem, aber that was a bit rude. What's rude, dear, is strolling into a place like this, looking like that. Weißt du was, du kannst ruhig sterben. Tschüss. Is expected by my clientele. So if you wish to stay, I must insist you purchase some less depressing garments. You're in danger. A killer is after you. If looks could kill, Lord Gortash would have already hanged me. I wouldn't worry too much. This is undoubtedly some rumor cooked up by my many rivals. It's not a rumor. You're literally named on a list of targets. Other people on it have already died. Well, I suppose if it's that elaborate a prank, it rules out my sister as the culprit. Carmen can barely organize her own shop. Never mind stage a murder mystery to meddle with me. Very well. I'll take my precautions. Thank you. Ja gut, dann gehen wir jetzt wohl in Richtung Cazador. Und ich glaube... It's here. Stay away from the gate. Okay. From which gate exactly? From this? Heed the Emperor's warning.
Passing the gate could be the death of us. Ist ja gut. Ich wollte doch nur mal gucken, weil das Rumoren, sag ich mal, kommt von woanders. Das hat mich verwirrt. Außerdem, woher weiß er, dass wir nicht ready sind? Ich weiß doch gar nicht, was abgeht. Wir gehen jetzt erstmal zu Cazadores Survival Field. Hier irgendwas zum Buddeln? Irgendwo? Wir haben eh alle gefailt, also von daher. Wahrscheinlich ist irgendwo was zum Buddeln, aber wir werden niemals dahinter kommen. Holy shit. Nightblade, Reaper. Sollen wir mal mit denen reden? Warte mal. Hi. We redden our steel by the light of day in his name. Okay. But you are not the lamb for our slaughter. Okay. It seems you've won Lady Oren's favor. Join us in this act of slaughter in Baal's name. Okay, die wissen noch nicht, dass ich gegen Oren bin, aber ja. I will not slaughter innocents. I will protect them from you. Then you betray Oren and Baal himself. Your blood will spill for this. Ja, das hat mir schon mal jemand gesagt. Können wir ihn mit so einem Dingsangriff angreifen? Nein. Was ist, wenn wir ihn beißen? Noms. Jetzt sind wir doch bestimmt im Vorteil, oder? Immer noch nicht. Aber er ist bloodless und ich bin happy. Wieso sind die da unten eigentlich gegen uns? Die sehen... Warum sind alle gegen uns? Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ja, Syrian, hau einfach mal auf ihn drauf hier. What the fuck? War die das Ziel des Mordes? Ich meine, da sind noch andere Zivilisten mit im Kampf. Hey! Lass doch die armen Leute in Ruhe! Okay, Standardprozedur machen wir erstmal. Wir können kein Black Hole machen. Wen treffen wir denn von hier oben so alles mit so einem Mind Blast? Ich weiß nicht, ob die da unten... Doch, die werden getroffen. Ja, dann mach den doch einfach mal. Und dann mach vielleicht einfach wieder deinen Hangar. Hier so hin. Zwischen die... Hauptsache, die sind erstmal blind. Ihr fault hoffentlich einfach ab und versucht nicht zu kämpfen. Das ist jedenfalls meine Hoffnung. Shadowheart, du kannst eigentlich mal einen Guiding Bolt. Ja, mach einfach einen Rang 5 auf ihn, solange er noch blindet ist. Das bricht auf jeden Fall den Stun von Gale ab und dann. Ich weiß nur nicht, warum er nur einen Schaden bekommen hat. Das war ein fucking Rang 5 Guiding Bolt. Gale kann mal einen Cloud Kill machen. Obwohl Gale könnte versuchen, eine Telekinese. This target cannot be. Okay, these targets cannot be moved by force. Warum? Das wissen wir nicht. Aber okay. Dann. Sollen wir sie zum Ausrutschen bringen? Wenn wir beide erwischen, so vielleicht, ja. Kriegen extrem wenig Schaden durch Magie. Die haben irgendeinen Schutz. Ihr rennt immer noch weg, ne? Ich habe keine Ahnung, was ihr da macht. Styrian, du bist doch jetzt im Vorteil gegenüber beiden, aber... Da kommen Wachen. Keep out of this, Captain. Do not forget who you serve. What the fuck? Of course, I just thought you might need assistance. I... You feel an all too familiar squirm in the recesses of your mind. The fist has a tadpole, but something's off. Not I. We. And we. Do not serve. What? Defective. Very well. Another offering to Baal. What the fuck is happening?
Aber gut, sie haben sich uns angeschlossen. Can't reach destination, warum nicht? Wir konnten es doch gerade. Wenn wir dann doch auf ihn ballern, can't reach destination, da kommen noch mehr. Dann laufen wir halt hier hin. Können wir ihn jetzt so angreifen? Ja, dann schieße ihn ab. Boom. Und von mir aus auch noch einen Offhand-Schuss. Dann ist der nämlich fast tot. Da ist ja auch noch einer. War der gerade schon da? Jetzt ist es auf jeden Fall unsichtbar. Der sollte da jetzt rausgehen, ansonsten ist er nämlich tot. Okay, er ist anscheinend einen Schritt rausgegangen. Nee, er ist wieder reingegangen. Ich verstehe die nie. Da ist auch noch einer. Der müsste jetzt am Hangar sterben eigentlich. Ich weiß nicht, ob wir uns mit Dixis ihn hier vielleicht vorknöpfen können, aber... Ich weiß nicht, ob wir von da hinten hier drankommen. Ja, doch. Ja, komm. Mach mal mit deinem Land. Dann ist der nämlich schon mal tot. Können wir jetzt noch irgendwas machen mit denen hier unten? Vielleicht eine Stage Fright. Nehmen wir den mal mit, der hier unsichtbar ist. Ich weiß nicht, was euer Plan ist. Ihr solltet aber nicht mitkämpfen. Ihr habt viel zu wenig Leben. Und wenn euer Plan ist, wegzurennen, rennt ihr in die falsche Richtung. Definitiv. Ihr macht nochmal einen Eisregen alleine, um den hier aufzudecken. Da haben wir ihn nämlich. Dann kann Shadowheart ihn vielleicht sogar besiegen. Ich weiß nicht, ob wir von hier oben einen Guiding Bolt darunter schießen können. Not enough movement. Wieso machst du das nicht einfach von hier oben? Ja gut, dann mach halt einen Flame Strike. Aber so, dass du den anderen da nicht erwischst. So. Und dann heal sie vielleicht nochmal, weil sie extrem low ist. Und ich weiß nicht, was die Zivilisten da machen. Die sind absolut dämlich. Die laufen einfach in die Gefahr rein. Aber eigentlich dürfte jetzt nichts mehr passieren. Jetzt ist nämlich Asterion dran. Aber ich weiß nicht, ob Asterion schafft, den zu besiegen. Aber wir schauen mal. Haben wir einen Vorteil überhaupt? Nein. Dann schieß einfach mal so. Ja, ich weiß nicht, ob der Hangar was macht. Er wäre sinnig, wenn er... Ja gut, er hat ihn gekillt. Ist auch auf Nummer sicher gegangen. Jetzt ist sie auch tot. Hoffentlich. Ja. Quick. Must be. Quick. This mind is small. Fragile. Listen now. What the fuck? I'm listening. You know us. Absolute will. Absolute power. Not much time left. This mind cannot bear us. Turns to liquid. Listen close. Ich höre ja schon. We grow. Loosen our clumsy bindings. Aid us. Necromancer dead. Changeling and tyrant remain at odds. Kill them. You have a place in my grand design. Okay. The brain was working her like a damn string puppet. What else is it capable of? Ach, das ist das Elderbrain. What happened? Why do I taste copper? Copper ist nicht gut. Copper ist ganz und gar nicht gut, wenn man das schmeckt. Was geht hier sonst so ab? Was haben die so? Irgendwas Sinniges? Ich meine, wenn überhaupt, hat ja der Anführer hier was. Der Reaper. Und der hat Strike in Baal's name. Oh, devotees of untimely death. It's time to skin, to flay, to make our presence felt. The terror must not wane. Those arrogant adventurers, make a bloody example of them. Tear them to gobbets? I will ensure that the helpless fists stay out of it. And if any bystanders suffer unintended maiming or death, well, that's simply more offerings to Almighty Baal. Oh.
Okay, was hast du zu sagen? Who were that lot? And the captain, she's dead. Yes. Geh mal da weg, ich will sie looten. Ich weiß nicht, ob ich hier unbeobachtet looten kann, weil sie... Ich weiß nicht, ob sie noch einen Tadpole hat. Aber wenn, dann hätte ich den gerne. Softer than a whisper. Ja. Das will ich nämlich haben. So, dann können wir nämlich noch eine Power lernen. Ich weiß nur gerade nicht was. Vielleicht Mind Sanctuary. Oder was hatten wir hier? Haben wir noch irgendwas anderes? Das hier wäre ganz sinnvoll, das Freecast. Aber dafür müssten wir erstmal das hier lernen. Das Shield of Thrall. Ja, warum nicht? Nehmen wir halt erstmal das. Wo ist der Imp eigentlich? Wo habe ich den denn vergessen? Naja. Dann gucken wir mal, wie wir jetzt zu Casador's Place da kommen. Der Imp ist irgendwie auch hier im Haus noch gefangen. Ich weiß gar nicht, wie der hier hingekommen ist, aber... Guck mal, dass du irgendwie zu unseren Leuten da oben aufschließt. Wir haben aber immer noch hier die Quest des Murder Target Figaro. Warum? Wir haben ihn doch gewarnt. Und hier oben ist Casador's Villa. Ja, um Figaro kümmern wir uns gleich nochmal. Ich will jetzt erstmal hier bei Casador vorbeischauen. Das wird wahrscheinlich das hier sein, ne? Hier ist auch ganz unauffällig mit solcher Wand... Bang oder Säulenbang. Black. Ja, ganz unauffällig. Wollen wir da direkt rein? Wollen wir uns rumschleichen? Wie ist der Plan? Können wir uns überhaupt rumschleichen? Sieht schlecht aus. Gehen wir doch einfach mal durch die Fronttür rein. Aber vorher machen wir einmal eine Short Rest. Hello. Casador. Überhaupt jemand da? What's up for discussion? Elsig. Hello. I welcome thee to the Devil's Fee, where every hellish curio's a rarity. So merry be and shop with glee. Musst du die ganze Zeit rein? Zeig mir mal, was du so hast. Ein Schädel. Super. Eiltränke, aber ansonsten nichts wirklich, was mich interessiert. Wie teuer sind denn die Heiltränke? Die sind schon ganz schön teuer. Ich meine, wir haben 10.000 Gold, aber ich will auch noch gucken, ob man irgendwas Sinnigeres kaufen könnte. Ich weiß gar nicht, ist das überhaupt Casador's Place? Ich glaube, wir sind hier falsch. Wir sind eins zu weit, aber eventuell kommen wir von hier darüber. Ich meine, das Ding gehört bestimmt zu Casador's Place mit den Dekorationen und dem Namen. Wovon sprechen wir gerade? Was haben wir denn gesehen? Das Porträt hier? Was genau haben wir jetzt gesehen? Draußen irgendwas? Ich hasse das immer, wenn das kommt und dann ist aber nichts irgendwie am Leuchten. Naja, vielleicht war es auch oben. Perception failed. Ja, das ist schön, dass hier getrippt. Ach, die explodieren auch noch durchgängig. Was sollen wir denn dagegen machen? Asterion? Probier dich mal drumherum zu sneaken. Sehr gut, Asterion. Sehr gut gesneakt. Ihr anderen geht mal weiter runter und ich weiß nicht, was mit ihr da unten ist. Ich meine, die scheint zu lachen, die scheint das zu hören, aber scheint sie nicht zu jucken. Kannst du von hier aus Loch gucken? Natürlich nicht. Aber es reicht ja. Und Asterion würfelt sowieso wieder eine 20. Während alles noch explodiert. Ja, dann geh mal ganz schnell da rein, bevor es wieder explodiert. Wo sind wir denn hier? Casador's Palace ist hier oben.
Weiß nicht, ob wir da hochkommen. Vielleicht mit einem Flug, aber... I don't know. Warum bin ich jetzt so weit oben mit der Kamera? Was soll das? Lockpick mal die Chest. Schauen wir mal, was wir hier so holen können. Was zur Hölle? Infernal Marble. Alter, diese Kamera regt mich gerade auf. Ich bin viel zu weit oben. Da ist noch eine Gilded Chest, die wir auch lockpicken können. Eine 20. Was? Wir haben gefailed? Wie kann das denn sein? Try again. Ging so viel Bonus. Was haben wir hier? Coin of Mammon. Und eine Mask of Soul Perception. Was macht das denn? Ja, eine +2 Bonus on Attack Rolls, Initiative Rolls and Perception Checks. Und wir kriegen den Spell Detect Thoughts. Ich glaube, die ziehen wir mal an. Mit Asterion auch. Oder sollte die Dixus eher bekommen? Was hat Dixus denn gerade an? Was bringt ihm die? Shrouded in Shadow. Okay, die bringt uns nicht so viel. Dann schickt die doch mal an Asterion. Asterion zieht die hier an. Ja, wobei eigentlich ist die hier viel besser. Shrouded in Shadow bringt ja kaum was. Die sieht halt nur cool aus. Dann schickt die hier mal an Dixus. Weil die Tech Thoughts ist halt besser für ihn, weil er ständig mit den Leuten redet. Ansonsten scheinen wir hier nichts zu haben. Für Gold. Don't linger. Ja, und ja. Und ich frage mich, ob wir den vollenden könnten. Hier ist noch eine Chest zum Lockpicken. Und hier ist in der Bude ist halt echt mal was zu holen. Auch wenn ich nicht weiß, was die da unten mit uns macht, wenn sie herausfindet, dass wir hier gerade alles klauen. Holy shit. Nehmen alles mit. Hier draußen auf den Balkonen ist nichts. Wobei mich hier tatsächlich auch nicht wundern würde, wenn wir irgendwas in den Vasen oder so finden würden. Aber eigentlich war alles Wertvolle ja verschlossen. Das ist ein Diary. Das ist vielleicht noch interessant zu lesen. Is there any sound sweeter than the jingle jangle of a coin's rubbing against coins? Of course, Mammon will hardly be sated by a mere pocket full of gold. No, I'm going to have to start being smarter about this. What I need is not just revenue, but multiple sources of it. If nothing else, to beat Corilla. Perhaps it's time to diversify the business? Not just curious, but information, or even better, access. Oh yes, you're a genius, Helsic. Ich glaube, wir können hier wieder raus. Können wir irgendwie diesem Explosion Circle da draußen umgehen? Ich glaube leider nicht. Ach naja, gut, dann einfach Augen zu und durch. Der Syrian ist eh irgendwie... Der rennt einfach durch, das macht ihm gar nichts. So, ich frage mich immer noch, was wir hier unten gesehen haben. Was liegt denn in diesem Display Case? Irgendwelche Edelsteine. Und haben wir hier hinter sonst irgendwas? Nicht wirklich. Also ich habe keine Ahnung, was wir da gesehen haben. Orb of Infernal Envisioning. Within the crystal you see the devil Raphael sipping from a goblet of blood red wine. He smiles as he catches your eye. Can he see you? Ich gehe mal stark davon aus, ja. Was ist das? Monsterhorn. Imitation horns, but barely distinguishable from the real thing. No rest for the wicked, I see. Weiß ich nicht. Horns of a war devil. How does one even acquire such an item? Okay, das klingt, als würde sich das lohnen zu stehlen. Gail, willst du mal unsere nette Dame hier ablenken? I welcome thee to the Devil's Fee, where every hellish curios. Nix ist jetzt schnell.
Mann, sie dreht sich immer sofort um. Aber was ist das hinter ihr? Eine Büste. Ja, schön. Was haben wir denn hier noch? Also irgendwie hat wahrscheinlich irgendwas vorher geleuchtet, was uns curious gemacht hat. Vielleicht das Skeleton? Vielleicht auch das Bild? I don't know. Ich bin irgendwie ein bisschen verlegen, sie umzubringen. Weil dann können wir hier nämlich alles free looten. Pick to fight. The consequences are hardly surprising. Ach du Kacke. Verschwinden die, wenn ich sie töte? Wollen wir es mal hoffen. Wenn nicht, sind wir ziemlich am Arsch. Gale ist aus irgendeinem Grund noch nicht im Kampf, aber ich weiß gerade nicht, was ich gegen sie einsetzen soll. Vielleicht einfach so einen Rang 5 Eisregen. Er hat sich selber zum Fallen gebracht. Sehr gut, Gale. Ja. Und das war's mit dem Imp. Wir haben viel zu viel Leben hier. Gale, du stehst wieder. Was kannst du denn so machen? Zu nah dran für sowas? Ja, es geht. Aber mach das trotzdem einfach mal. Sie hat noch 4 HP. X ist gerade gestorben, aber das macht nichts. Und wir machen jetzt einfach einen Dolchfächer hier rein. Warum zur Hölle hat das eine Attack of Opportunity gegeben, Asterion Rage? Hättest du es von da machen können? Okay, Shadow Heart. Wir könnten versuchen, eine Rush Attack. Das scheint keine Attack of Opportunity zu geben. Oder? Nee. Solange sie sich nicht bewegt, nicht. So, und jetzt lauf einfach hier hinter. Heil vielleicht noch Gale. Jetzt müssen die Viecher nämlich erstmal alle hinterherkommen. Ja, es versucht da durchzufliegen. Es hat nicht ganz geklappt. Ja, nett. Jetzt weiß er nicht, was er tun soll. So, Gale. Ach, keine Ahnung. Einfach ein Lightning Strike hier so durch. Wunderschön. Was hat sie denn so dabei? Schlüssel und ein Grimoire Bound in Imskin. Was ist, wenn ich das mitnehme? Sie hat richtig viel dabei. Kann ich das benutzen? Was steht da drin? Infernal Transposition Ritual. Layer Awareness, Blood Circle Configuration. Okay, wir brauchen... Place that which has no eyes but used to see at the western point of the circle. Ein Skull, okay. Two spaces lie opposite that point. On left place what is cut but cannot bleed. To the right that which smells but cannot sniff. Okay. Beside the dead remains, the aspect of the avarized lord sits clockwise so. Then the circle center shall receive the eternal marvel of infernal marble. Finally, and I mean no disrespect, go to hell. Legal notice, the owner of the Skumras asserts that it is for scholarly and recreational purposes only. As a mere dealer in antiques, I disbelieve in the very existence of infernal transplanar travel. Hellsick. Hm, ja gut, da müssten wir herausfinden, was man da alles placen muss. Aber ganz ehrlich, da diese Viecher hier nicht weggehen, wir haben keine Chance mehr jetzt. Zwei von uns sind tot und ja, das wird nie im Leben was. Und da möchte ich keine Zeit mit verschwenden. Hm, also ein Skull verstehe ich ja. Wir können mal gucken, ob sie vielleicht noch andere Sachen zu verkaufen hat, die für das Ritual notwendig sind. Fix ist, dann sprich doch nochmal mit ihr. Oh, joy.
Well, well. It's been a while since I've had such discerning custom. Here, so. You may browse my more curated selection. Ach, sie war das gar nicht mit dem Skull zu verkaufen. Das war... Wer war das? Aber das Buch verkauft sie auch nicht, also... Shapeshifter Head. Nature's Embrace. Increase your wild shape charge by one. This additional charge is restored upon taking a long rest. Okay. Die Schuhe sind auch huge, vor allem wenn wir healen wollen. Cantrips targeting foes. Obwohl Cantrips... Er ist trotzdem huge. Ich weiß nur nicht, wer häufig Cantrips macht, außer Dixis mit seinem Eldritch Blast. Weil Shadowheart macht nicht so häufig Cantrips und Gale auch nicht. Aber ich will bei Dixis auch nicht unbedingt die Quick Spell Finger ablegen. Aber die können wir auf jeden Fall mal kaufen. Ich habe aber keine Ahnung, was wir dann für Sachen für sie brauchen. Sollen wir ihr mal ihr Marble wieder zurückkaufen lassen? Wie teuer ist denn das? Wo ist denn Styrians Inventar überhaupt? Wir könnten hier auch so einen Diamanten verkaufen. Wo hat er denn das Marble hingesteckt? Oder es kann man nicht verkaufen, weil es ein Quest-Item ist wahrscheinlich. Na, schade. Naja, Balance Offer und warte. Ja, ich würde trotzdem hier gerne ein paar Sachen klauen, aber... Monster Skull. Ich glaube, das verschieben wir mal aufs nächste Mal. Immer dieser Arcana-Fail. This head's had quite a journey. A devil of the fugue plane, I believe. Ja, aber was bringt uns das? Wir wissen ja nur, dass dieser Ort hier anscheinend sehr viele Raritäten hat. Und zwar echte. Aber ja, keine Ahnung. Wir machen hier erstmal Pause. Vielleicht noch eine Short Rest. Welcome rest. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht. Oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Baldur's Gate. Bis dahin. Bye bye.